alles. Hab ich keins mehr. Wo krieg ich neuens? Hast du her? Das Pfandhaus fiel mir damals ein und schleppte alles dort hinein. Die Geige von der Tante Lu, der Familienschmuck kam auch dazu. Mein Freund, ich schimpfte wie ein Spatz. Ich sag, beruhig dich doch, mein Schatz. Denn wenn der Kurs nach oben schnellt, dann schwimmen wir beide bald in Geld. Und den Krempel lösen wir dann aus. Ausbauen tun wir unser kleines Haus. Und du bekommst, Schatz, eine schöne, fette, lang ersehnte Perlenkette. Der neue Benz zurückgestellt. Jetzt sind wir schon einmal am Drücker. Bald winkt uns das schon das große Geld. Dann ist die Tante noch gestorben. Ein Sparbuch hat sie mir vermacht. Die Bank, die gab mir noch mehr Kredit. Ich kaufte schnell 2 neue Aktien. Die bringen mir noch mehr Profit. Ich konnte es kaum erwarten, um zu sehen, wie schnell sie wachsen. Und schon in ein paar Tagen, ungelogen, waren sie beide ganz weit oben. Meine Frau und ich, wir haben gelacht, eine Flasche Prosecco aufgemacht. Die Telekom lief auch recht gut, das gab mir noch mehr Mut. Ich rief Freunde und Bekannte an und erzählte denen, ich bin ab jetzt ein reicher Mann. Die solle auch die ganze Aktie kaufen, damit sie hinterher sich nicht aus lauter Wut die Haare raufen. Und ich begriff jetzt immer mehr, wie schön hat's doch ein Aktionär. Glaubt es kaum, da sahen wir den Wellenschaum. Die Segel blähten sich im Wind, ich war glücklich wie ein Kind. Dazwischen Palmen, weißer Strand, wir gingen ab und zu ans Land. Und am Schirm am fernen Strand, da träumten wir vom Aktienstand. Beschlossen am kalten Buffet, so soll's mit uns immer weitergehen. 3 Monate gingen rum wie im Flug, vom Reiser hatten wir genug. Als wir zu Hause angekommen, hab ich das Telefon genommen. Mein Freund ist Schorsch, hob der Hörer ab. Hallo mein Freund, rat mal wer hier ist. Nur Stimmen, kein Anschluss unter dieser Nummer. Da klagte mich der Kummer. Schnell rief ich den schlauen Erich an, ob er mir das erklären kann. Hallo Erich, wo ist der Schorsch? Ich mach mal langsam echt schon Sorsch. Dass du dich nochmal hergetraut, hat er geschrien ins Ohren ganz laut. Da wurde mir ums Herz ganz Angst und Bang. Was ist dann los? Was habe ich dir dann angetan? Schau dir die Aktienkurse an, du Bischof, halt ein armer Mann! Zitternd schlug ich die Zeitung auf und konnte fast vor Angst nicht mehr schnaufen. Als ich das meiner Frau dann sagte, dass mir jetzt am Hungerstuhre nachte, die wunderte sich, das kann nicht sein. So grausam kann die Börse sein. Wir rechneten und wurden gleich.
von wegen Aktien machen reich. Erspart es fort, bleibt der Kredit. Die Bank teilte uns kurz darauf mit. Eine Grundschuld auf unser kleines Haus reichte für die Schulden aus. Und wenn wir beide schaffen gehen und kräftig sparen, dann wären wir dann in 20 Jahren von unserer Schulde wieder frei. Und sollten dann erst recht eben sparsam eben genügsam von unserer Rente leben. Ausgetraut vom schönen Leben, alles verspielt, so ist das eben. Ich suche verzweifelt einen Job, aber ich bin ja nicht bekloppt. Schwere Arbeit könnte ich haben, ach doch, da müsste ich mich erplagen. Dabei wären wir doch reich geblieben, wenn wir beim Höchsten ausgestiegen. Doch damals lagen wir am Strand mit dem Cocktail in der Hand. Wir hatten uns täglich mit Hummer laben. Man kann halt schließlich nicht alles haben. Vom Aktie haben wir jetzt genug. Mit was wollen wir noch spekulieren? Doch tun wir schon seit ein paar Wochen etwas Neues ausprobieren. Aufs Lottespiel! Ich kann's verstehen! Das macht die meiste Millionär! Deshalb entschuldige ich mich doch bitte. Ich muss jetzt los, noch mein Tippzettel abgeben. Und ihr hier alle in Partylaune, drückt mir noch dafür ganz fest die Daumen. Und kommt bei der Ziehung heute Abend ein Sechser raus. Da komm ich zurück und gönne euch alle in der Haus. Raus, drei Richtige raus. Dann kauf ich meiner Süßen einen Blumenstrauß. Und für den Rest, da geh ich mit ihr aus, jawohl. Jeder will vom Wirtschaftswunder gerne profitieren. Möchte gern kassieren und dann imponieren. Doch für den Normalverbraucher ist das nicht so leicht, weil er nichts Besonderes erreicht. Drum gibt er sich an jedem Wochenende einen Stoß. Für sein letztes Moos kauft er sich ein Los. Ah, ich bin auch so einer, der sich immer Hoffnung macht, dass Fortuna ihm ein bisschen lacht. Ach, wenn ich doch im Lotto mal sechs Richtige hätt, sechs Richtige hätt, sechs Richtige hätt, hätt ich bei meiner Süßen einen Stein im Brett, wenn ich im Lotto mal sechs Richtige hätt. Doch kommen mal im Lotto nur drei Richtige. Modegerecht und ihre Hüschen sind vielleicht noch nicht angenäht und die Taille muss noch ein bisschen geschnürt werden und die